Martians take the crown. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu Elden Ring. Und heute geht es um Medizin, und zwar unendlich Medizin für uns. Denn ihr seht das momentan hier gerade im Hintergrund. Nichts ist nerviger, als irgendwie vergiftet zu werden oder zu verbluten. Oder. Schalafäule ist auch furchtbar. Ja, ich weiß, dort gibt es leider keine Klangperle für. Aber hier, Antigift. Ich pfeif's mir hier gerade rein. Dafür gibt es eine Klangperle, was wiederum dann bedeutet, dass wir bei den Zwillingsjungferhöhlen an der Tafelfeste das Zeug unendlich kaufen können. Und zwar so viel, wie wir brauchen, so viel, wie wir möchten. Und nicht nur gegen Gift. Gift ist jetzt hier momentan, fand ich so einfach das prominenteste Beispiel, wo man aufpassen sollte. Hier Blutung wäre natürlich auch noch nett da, falls hier die Blutung hochsteckt, dass man da Medizin gegen hat. Und das haben wir auch. Es gibt also Medizin gegen Gift, gegen Blutung, gegen Schlaf und gegen Frost. Genau, Frost war das vierte. Das sind die vier Medizin-Helferlein, die wir bekommen können, wenn wir die entsprechende Klangperle haben. Und die Klangperle werden wir uns jetzt holen, um dann, wie gesagt, hier immer wieder gegen Gift Medizin in der Tasche zu haben. Ihr seht das hier, die neutralisierenden Boli sind es halt gegen Gift. Dasselbe gibt es dann halt gegen Blutung, Schlaf und halt auch Frost, jedenfalls halt unendlich. Und damit gehen wir praktisch los und ihr müsst ja das Altos-Plateau freigeschaltet haben. Also zum Altos-Plateau müsst ihr kommen und dort können wir das Ganze dann machen. Ich zeige euch das mal hier auf der Karte. Und zwar ganz in der Nähe hier von der Hauptstadt. Hier gibt es die Hütte des Einsiedlerhändlers. Einsiedlerhändler hier oben, Altos-Plateau in der Nähe der Hauptstadt. Und hier, wenn wir hier an der Gnade rasten und das Ganze nachts machen, dann kommt eine Invasion. Und wenn wir dann den entsprechenden Fred beseitigen, kriegen wir dann die Klangperle von ihm für die Medizin. Also warten wir hier bis zum Nachteinbruch. Und sobald es Nacht ist, müssen wir nochmal rasten. Ne? Also sobald es Nacht ist, nochmal hinsetzen hier an der Gnade. Dann einmal Richtung Händler gehen. Dann kommt der Invasionskerl, der Klangperlenhändler. Ich glaube, so heißt er. Mal gucken wir gleich auf den Namen, sehen wir gleich. So, gehen wir mal ran in das gute Stück, ein bisschen Mana-Trank schon mal ready machen, falls wir ihn brauchen. Na, da kommt er. Klangperlenjäger, so heißt er, der Gute. Und den müssen wir halt beseitigen, um dann von ihm die entsprechende Klangperle zu bekommen und diese Klangperle wiederum an der Tafelfeste einlösen. Mehr ist hier nicht zu tun. So, na, ein bisschen Leben hat er noch. Hätte ich gar keinen Mana-Trank gebraucht. Sieht man jetzt in der Aufnahme so, habe ich sicherheitshalber nochmal einen reingeschmissen. Gegner zum Fall gebracht. Und was wollt ihr hier? Mein Klangperle des Medizinhändlers. So heißt das gute Stück. Und das bringen wir jetzt, wie gesagt, einmal rüber in die Feste, in die Tafelrundfeste. Oh Gott, darum die Skelette gekümmert. Und dann können wir einmal die Schnellreise betätigen. So, da sind wir an der Tafelrundfeste. Dann hier einmal den altbekannten Weg lang. So, eine Klangperle anbieten. Und zwar die Klangperle des Medizinhändlers. Das ist das gute Stück. Und dann seht ihr gleich, was hier zu kaufen ist. Da sind sie, die vier Boli. Die können wir jetzt hier unendlich kaufen. Das war's. Ich hoffe, das kleine Video war hilfreich für euch. Es war interessant für euch. Und dass ihr nie wieder vergiftet durch die Gegend rennt. In dem Sinne danke ich euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.